Auf diesen Moment haben wohl viele, wenn nicht sogar alle, gewartet. Denn wir können definitiv sagen, jetzt geht's los. Herzlich willkommen auf meinem Astrologie-Kanal. Mein Name ist Silke Schäfer, Profi-Astrologin, Autorin und Mentorin mit eigener Astrologie-Schule. Wir haben im April 2024, in diesem Monat, zwei wichtige kosmische Großereignisse, die das ganze Jahr dominieren. Der 8. April, dort hatten wir die totale Sonnenfinsternis, die jetzt eingeschwungen ist und ein halbes Jahr dauert. Also alle Ereignisse, die jetzt seitdem laufen, dürfen wir beobachten bis zur nächsten Finsternis im Oktober 2024. Und das zweite kosmische Großereignis findet jetzt statt am 21. April 2024, wenn Jupiter und Uranus miteinander in Konjunktion gehen, und zwar auf 21 Grad 49 im Zeichen Stier. Jupiter ist der schnellere von beiden und er kommt bei Uranus vorbei und aktiviert ihn, so nennen wir das in der Fachsprache. Der Jupiter hat für einen ganzen Umlauf durch den Tierkreis, durch den tropischen Tierkreis, circa knapp 12 Jahre und Uranus 84 Jahre. Und wenn diese beiden Zyklen miteinander zusammenkommen, wie jetzt, entsteht eine Samenlegung und ein neuer Zyklus miteinander, wie gesagt, für die nächsten 14 Jahre bis 2038. Das heißt, jetzt dürfen wir sehr gut nicht nur beobachten, sondern auch hineinhorchen und uns selbst reflektieren, was in dir jetzt an innovativen Einfällen, Kräften und Visionen jetzt anfängt, sich bemerkbar zu machen. Uranus ist der Leitplanet vom Zeichen Wassermann. Der exoterische Leitplanet ist der esoterische Leitplanet vom Zeichen Waage und der galaktische Leitplanet von Waage und Widder. Aber dadurch, dass er im exoterischen Bereich von Wassermann der Leitplanet ist und Pluto jetzt im Wassermannzeichen ist, er ist ja nochmal kurz wieder zurück im Steinbockzeichen im September, Oktober und Mitte November und ab 19. November 2024 ist Pluto dann definitiv im Wassermannzeichen drin und dadurch wird die Intensität und die Frequenz des Zeichens des Planeten Uranus extremst intensiviert. Und zwar für die nächsten 20 Jahre bis 2044. Wir schauen ja in der Astrologie immer in Zyklen. Und das ist ja das, was ich eben auch so liebe, weil wir können wirklich erkennen, wie der Kosmos führt. Das heißt, dort draußen ist unsere Heimat und wir sind eingewoben in diese Prozesse. Und so kannst du bitte auch jetzt wieder, wie immer, gerne in deinem Horoskop schauen. Und zwar spreche ich hier immer vom Grundhoroskop. Du kannst das Grundhoroskop gerne bei uns im Shop kostenfrei downloaden für dich und für all diejenigen, mit denen du gerne das auch schauen möchtest. Wichtig ist, dass du die Geburtszeit weißt. Wenn du sie nicht weißt, kann man auch ein Horoskop ausdrucken, aber es hat dann kein Häusersystem. Wir können also nicht schauen, in welchem Haus diese Prozesse stattfinden. Aber wenn wir eine Geburtszeit haben, dann entsteht auch ein Häusersystem in der kosmischen Architektur und wir können genau sehen, wo, in welchem Lebensbereich, das sind ja die Häuser, diese Prozesse jetzt angestoßen werden. Und für diejenigen, die noch etwas weiter schauen mögen und die sich schon recht gut auskennen in der Astrologie, bitte schaue auch im Grundhoroskop auf deinen Uranus. Im Grundhoroskop, in welchem Haus steht der? Weil diese Prozesse, die jetzt in Bewegung gesetzt werden, aktivieren die Frequenz deiner eigenen Ausdrucksform mit Uranus in deinem Grundhoroskop. Das nur am Rande. Diese beiden Himmelsstürmer, Jupiter und Uranus, vereinigen sich jetzt und das ist eine Durchbruchskonstellation und zwar im sehr guten unterstützenden Sinne. Von Jupiter kennen wir das Prinzip des sogenannten Glücks, ja, das Glücksprinzip. Und das, was jetzt aktiviert wird, die Erweiterung, ist unser Blick auf die Welt im Bereich der schöpferischen Intelligenz. Das heißt, unsere Fähigkeit, mehr zu erschauen, mehr zu erfassen, nicht nur intelligenter zu werden, sondern auch intuitiver, das ist alles die Sprache von Uranus, diese Fähigkeiten werden jetzt beschleunigt, aktiviert im Innen, genauso aber auch wie im Außen.
Und das ist ganz faszinierend, weil wir haben mit Uranus auch das Thema der Technologie drin, der Geistesblitze, der Geschwindigkeit. Achtung übrigens, Unfallgefahr, gell? Achte immer schön auf deine Füße, wo du sie hinsetzt, weil immer wenn Uranus ins Spiel kommt durch Aktivierung, kann es sein, dass wir zwischendurch zu nervös sind, weil das eine elektrische Energie ist, die unser ganzes Nervensystem in Bewegung setzt. Also bitte, je intensiver und schneller jetzt die Prozesse werden, desto ruhiger solltest du werden. Meditation ist natürlich selbstverständlich das Mittel für das. Oder auch eben atmen, wie immer, und zwar tief und ruhig atmen. Ich spreche immer wieder drüber. Und diese Form von sich selber beobachten lernen, wir sind ja im Moment noch in der Gedanken-Challenge, siehe letztes Video, dieses sich beobachten lernen und deine Gedanken beobachten lernen und Gedankenstille zu pflegen durch Meditation, eröffnet dir neue Möglichkeiten, die wir vielleicht so noch gar nicht kannten, weil wir evolutionär betrachtet insbesondere unseren Mentalkörper erst einmal ausgebaut haben und jetzt mit diesem neuen Schwung für die nächsten 14 Jahre bis 2038 wird unsere intuitive Gabe jetzt geöffnet. Das heißt, wir öffnen uns in andere Dimensionen. Uranus gehört ja zur sogenannten geistigen Triade und diese geistigen Informationen, die sozusagen, ich kann auch sagen, aus der Seele hereinschwingen, ja, werden uns nicht nur selber überraschen, sondern auch in unserem Bewusstsein enorm erweitern. Und der Bewusstseinsring wird ja dargestellt im Horoskop durch die Sonne. Die Sonne ist ja ein Punkt in der Mitte mit einem Kreis drumherum oder der Kreis mit einem Punkt dort drin, je nachdem, wie man schaut. Und diese Sonnenenergie, die repräsentiert uns als Mensch, als Persönlichkeit. Und der Ring, ja, der Kreis um das Ich, um den Punkt in der Mitte, der Kreis wird größer. Dehnt sich aus. Und das ist auch das Schöne am Symbol von Uranus. Uranus sieht genau aus wie eine Sonne, hat also auch einen Kreis mit dem Punkt in der Mitte. Nur obendrauf befindet sich der Pfeil. Das ist das Symbol für Uranus, das westliche Symbol. Und dieser Pfeil bedeutet Durchstoßkraft, Energie, die nach oben geht. Nicht nur irgendwie schräg nach rechts oben wie beim Mars, sondern hier geht es direkt baff nach oben durch die Dimensionen des kleinen Ichs hinauf in die Dimensionen des größeren Selbst, des hohen Selbstes. Das heißt, diese Durchbruchskonstellation ist das, was wir innen drin wahrnehmen können, wenn wir anders anfangen, nicht nur zu denken, sondern anders wahrzunehmen. Und Jupiter ist der sogenannte Chef der Sinneswahrnehmungen. Jupiter ist das Prinzip, wie sehen wir die Welt? Und daraus entsteht Wahrheit, deine persönliche Wahrheit. Das heißt, wir haben jetzt mit dieser Samenlegung Jupiter und Uranus, ja, das Thema der Wahrheit und das Thema der neuen Informationen aus dem Bereich der Seele, dass wir lernen und beobachten oder beobachten können, dass wir anders anfangen, die Welt wahrzunehmen. Und anders heißt, dass wir vielleicht tiefer hineinschauen in die Prozesse, die wirklich ablaufen, ohne jetzt gleich in eine Therapie zu müssen, sondern wir fangen an, es zu erkennen, es zu sehen, es wahrzunehmen und dann natürlich auch zu fühlen. Aber dass wir auch den Blick erweitern in andere Dimensionen. Der Bewusstseinsring wird gesprengt mit Uranus. Das heißt, wir fangen an, umfassender und multidimensionaler im Bewusstsein zu werden und zu sein. Ich finde es eine ganz spannende Zeit, weil diese uranische Energie uns wirklich nicht schlafen lässt, im Sinne von, das ist pure Elektrizität, die unser ganzes System wach macht. Das ist jetzt eine Wachmacher-Konstellation. Und wach kann es auch bedeuten, dass die Sonne wieder wach wird, ja, dass es wieder zu Eruptionen kommt, Sonneneruptionen, das ist auch eine Signatur von Uranus und mit Jupiter wird das Ganze verstärkt und die Sonne hat ja noch gar nicht ihren Höhepunkt der Sonneneruption, das folgt ja dann im nächsten Jahr 2025. Es kann auch zu Erschütterungen auf der Welt kommen, also zu Erdbeben, das sind auch Möglichkeiten jetzt mit Uranus im Zeichen Stier, im Zeichen der Erde von Mutter Erde, Mama Gaia, das ist
es hier auch zu Nervosität kommt, was nicht sein muss. Aber diese Aktivitäten, ja, dass alles jetzt auf eine andere Schwingung angehoben wird, das ist gesetzt. Wir sehen es im Kosmos und der Kosmos führt und wir sind eingewoben in das Ganze und können uns demgemäß einrichten, beobachten, uns ausrichten und mit diesen Durchbruchsenergien mitgehen. Also wenn du anfängst, etwas anders plötzlich wahrzunehmen, etwas anders zu betrachten, dass du sagst, aha, bisher war das immer so, ah, so könnte man das auch sehen. Oder im optimalen Fall, dass du einen Geistesblitz hast. Und davon gibt es jetzt gerade eine ganze Menge. Geistesblitze kommen ungefragt direkt aus der höheren Frequenz herein in unsere niedere Frequenz. Und wenn wir nicht darauf vorbereitet sind, können wir es als einen Schock wahrnehmen. Huch, was ist denn jetzt los? Ja, dieses überraschende Element ist immer drin, wenn Uranus einschwingt, nämlich diese uranische Energie, diese Frequenz kommt ungefragt. Die fragt also nicht, hey, darf ich mal vorbeikommen, sondern baff, die ist einfach, zack, ist da und das sind Geistesblitze. Das ist Hochspannung, die sich uns in unsere Felder hereinkommt und deswegen wichtig, atmen, sei mit den Füßen immer am Boden, immer am Boden. Vor allem auch, wenn du Treppenstufen läufst, ja, nicht zu schnell, Achtung, man könnte zu schnell dann vielleicht die Treppenstufen nehmen wollen. Also, atme, sei gut geerdet, immer wieder, je schneller es da draußen jetzt wird, desto geerdeter sollten wir sein. Geh immer wieder in die Natur, immer wieder in den Wald oder nimm auch in irgendeiner Weise diese Energien und schüttel sie aus, ja, schüttel sie aus deinem Körper aus. Ich habe zum Beispiel so ein kleines Trampolin, was ich immer wieder benutze. Das ist wunderbar, weil wir können unser physisches System, was so aufgeladen wird mit dieser hohen, hochschwingenden Frequenz, die wir erkennen können durch Uranus, dass diese Frequenzen im physischen Körper eingebaut werden wollen, diese kosmischen Frequenzen. Warum? Weil das der Weg der Evolution ist, ganz einfach gesagt. Wir sind also dabei, jetzt wirklich etwas Großes miteinander in Bewegung zu setzen, Großes erschaffen zu können, weil die Ideen, die nicht aus dem Gehirn kommen, sondern die Ideen, die aus den höheren Sphären kommen, aus der geistigen Triade, uns jetzt erreichen und zwar auf einer neuen Frequenz. Es kann also sein, dass du dich aufgekratzt fühlst, bitte erden, atmen, meditieren, aber auch in Bewegung gehen, achtsam sein natürlich, Achtung Unfallgefahr. Es kann auch sein, dass es sozusagen dich sehr nervös macht, sehr nervös, wenn du es nicht weißt, ja. Und dass Menschen dadurch Amok laufen können, liegt natürlich auf der Hand. Deswegen bitte, wir haben auch noch Merkur rückwärts laufend, die Unfallgefahr ist ein Thema, aber auch, dass man einfach mit Menschen in unserer Achtsamkeit zusammenstoßen kann, das sind alles so Randerscheinungen. Wichtig ist es, dass wir wissen, wir können jetzt wirklich neue Horizonte eröffnen, neue Horizonte. Und dieses Neu hat mit zu tun mit der Entdeckung auch von Uranus. Ich habe mir das hier mal rausgesucht. Uranus wurde entdeckt am 13. März 1781, damals von Herrn William Herschel. Und Uranus stand damals im Zeichen Zwilling. Und wie gesagt, er hat immer 84 Jahre für einen Zyklus. Und das erste Mal, wo Uranus rundherum kam, also wo die 84 Jahre abgeschlossen waren, war das Jahr 1865. Der zweite Zyklus war 1949. Der dritte Zyklus, das wird dann sein 2033, mit dem Umlauf von Uranus auf seinen Ursprungsplatz, wo er wieder zurückkommt. Und Uranus im Zeichen Zwillinge entdeckt, ja, das ist natürlich der Inbegriff von neuer, innovativer Kraft, die uns im Kollektiv erreicht, ins Kollektiv eingespiesen wird. Und spannend ist, Uranus gehört ja nicht zu denjenigen, der schon in der Antike bekannt war, sondern Uranus wurde dadurch bekannt, dass es überhaupt ein Teleskop gab. Und der Herr Herschel hatte ein Teleskop gebaut und entdeckte diesen Planeten. Und das war in der Geschichte der Astronomie ein unglaublich bedeutender Moment, dass man da neuen Planeten entdeckt hatte.
Übrigens, nebenbei gesagt, damals war auch noch Pluto auf 6 Grad Wassermann. Also das ist so genau diese Erfinderqualität, die jetzt auch wieder da ist. Wir haben jetzt in 2024 Pluto auf Anfang Wassermann, also 2, 1 Grad, läuft nochmal zurück, aber kommt ja wieder in das Zeichen hinein. Das heißt, Erfindungen, auch Entdeckungen, auch was da draußen ist im Weltraum, auch mit den vielen, vielen, vielen Planeten, die es alle noch zu entdecken gilt, da dürfen wir jetzt in dieser Zeit bis 2038, ich würde mal sagen, nur noch staunen, was wir alles entdecken werden. Es ist also die Zeit der Erfinder und die Zeit der Entdeckungen und die Zeit auch des radikalen, radikalen Umdenkens. Und zwar plötzlich. Und das ist so schön, wenn dir plötzlich mal ein Licht aufgeht, wie wir so schön sagen, ja, wenn die Birne da oben anfängt zu brennen, dann fängst du wirklich an, ohne dass du nachdenken musst oder dass du irgendwo etwas gelernt hast, dann plötzlich fangen die Synapsen an zu feuern. Das ist Uranus auf der physischen Ebene. Die Synapsen fangen an zu feuern und du hast andere Schaltkreise, die du dann anwenden kannst. Wir sind ja noch total in den Babyschuhen, was das angeht. Wir sind ja in der Evolution des ganzen Universums absolute Babys und werden uns jetzt mit diesem Zyklus ja, in eine neue Möglichkeit hinein entwickeln, dass wir schneller wahrnehmen, schneller denken selbstverständlich. Das Ganze hat natürlich eine Richtung und das ist dann nachher die Telepathie, weil mit den Worten kommen wir dann nachher gar nicht mehr hinterher gegenüber dem, wie schnell wir wahrnehmen. Deswegen denke ich auch immer, wenn ich schreibe, es ist, Schreiben ist immer ein anspruchsvoller Prozess, weil ich kann gar nicht so schnell schreiben, wie die Gedanken und die Bilder, die inneren Bilder auftauchen. Und das ist dann immer die Herausforderung. Wie kriegen wir das in die Sprache oder in die Schrift hinein, die Visionen, die vor dem inneren Auge auftauchen. Wir haben also mit Uranus und Jupiter diese Samenlegung am 21. April 2020. 24, eine Energiekonzentration, die Höhenflüge, wie wir sie benennen, ermöglichen wird. Viele Innovationen werden jetzt ihren Weg in die Öffentlichkeit finden, weil vieles hat sich unter der Hand oder im Unbekannten oder im Unsichtbaren vorbereitet. Und jetzt ist die Zeit, eben jetzt geht's los, jetzt ist die Zeit, wo alles miteinander anfängt, sich zu zeigen. Wenn ein Same gesetzt ist, kann die Pflanze wachsen. Und das ist genau jetzt, dieses ganz wunderbare, mega kosmische Event. Wir dürfen also auch jetzt hier mit vielen Innovationen rechnen und schlussendlich auch natürlich mit politischen Umwälzungen, weil Uranus ist auch das Prinzip der Rebellion. Wenn diese elektrische Energie aus den höheren Dimensionen einfach hereinschwingt und dir etwas bewusst wird, brauchen wir Raum. Ja, wir sprechen auch von den Uraniern, das sind ja unter anderem auch die Künstler natürlich. Es braucht Raum, es braucht Bewegung, weil bis diese Frequenzen sich im ganzen System dann ihren Platz gefunden haben, herrscht erst einmal Chaos. Also Uranus ist auch die Energie des Chaotischen. Ja, Uranus bringt schlussendlich einen kurzfristigen Zusammenbruch der bisherigen Systeme, weil neue Frequenzen einschwingen, weil wir mit der Evolution jetzt wichtige, große, neue Schritte vorwärts gehen können. Warum? Weil wir es können. Und eben, weil die Evolution vorwärts schreitet. Und da sind wir mit drin. Und du kannst jetzt noch so lange an dem altbewährten, traditionellen festhalten, sagen, nein, ich will aber nichts ändern. Der Schwung ist da und nimmt alles mit, was jetzt gewandelt und verändert werden soll. Und natürlich ist es auch schön, wenn wir uns auf das beziehen können und auf das einlassen können, was wir traditionell geschöpft haben. Rituale sind ja etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber nichtsdestotrotz, Evolution geht weiter. Und das, was jetzt einschwingt, politischer Natur, ich hatte in den letzten Videos immer davon gesprochen, sobald Pluto jetzt ja nochmal rückwärts kommt in das Zeichen Steinbock, jetzt im September, Oktober und Mitte November 2024, ist das sozusagen wie die letzte Stunde, die geschlagen hat für das alte politische System. Politische System ist Steinbock. Dieses System von oben nach unten regieren, das hat jetzt keine Kraft mehr. Das blendet jetzt aus oder es wird auch jetzt mit Uranus und Jupiter radikal, ja durch Radikalität und vor allem durch viel Innovation von unten her
verändert. Das heißt, die Revolutionen können zunehmen, ja, in allen Bereichen, und die Evolution führt. Und dass das politische Establishment, wie wir es kennen, dass das keinen Bestand mehr hat in der neuen Zeit. Und der Oktober 2024 ist diesbezüglich der Wendepunkt, weil das ist der Moment, wo Pluto nochmals zurück ist im Steinbockzeichen und dreht Mitte Oktober und dann vorwärts geht. Und diese Zeit dürfen wir wirklich beobachten, dass dieses von oben nach unten Regieren, ja, diese alten, wir nennen ja auch das umgangssprachlich Top-Down-Strukturen, die haben keine Kraft mehr. Weil Pluto in Wassermann und Jupiter und Uranus miteinander jetzt zeigt, dass eine neue Informationsfrequenz in uns einschwingt, die viel Raum braucht, die viel Unabhängigkeit braucht, das ist Uranus, und die viel Raum lässt für Individualität und insbesondere, und das ist wichtig, für Dezentralisation. Dezentrale Systeme werden sehr erfolgreich. Auch wenn es vielleicht im Moment noch nicht so aussehen mag und auch wenn man meint, dass es jetzt gewisse Institutionen versuchen, uns zentral jetzt zu steuern. Das ist übrigens eine Schattenseite von Pluto in Wassermann mit Uranus. Ja, dass sich der Schatten ist ja nicht das, was die Evolution produziert. Der Schatten sind ja wir mit unseren niederschwingenden Anteilen. Und der Schatten kann eben versuchen, uns durch sogenannte Technologieversklavung klein zu halten. Uranus ist auch das Prinzip der Technologie. Das heißt, Elektrizität, Technologie, Sonnenstürme, alles das, was neu ist, Frequenzen, die hereinkommen, die vieles durcheinander bringen. Und diese Schattenseite gilt es definitiv dadurch, keinen Raum zu geben, dass wir uns miteinander immer mehr vernetzen. Und das ist auch Uranus Jupiter, finde dein Netzwerk oder gründe ein Netzwerk und sei vernetzt mit den Gleichgesinnten. Das heißt, das müssen nicht unbedingt jetzt nur die besten Freunde sein. Die Familie ist es meistens schon mal nicht, weil das ist ja die biologische Linie, aber das Freiwillige, sich finden mit Menschen gleicher Gesinnung, gleicher Ausrichtung, das wird jetzt stärker und es wird leichter. Finde dein Netzwerk. Ja, viele Leute haben jetzt mittlerweile auch verstanden, dass Communities das Thema der neuen Zeit sind. Es bilden sich immer mehr Communities, was soweit auch sehr passend ist für diese Zeit. Und im Laufe der Zeit werden die Communities dann miteinander auch anfangen zu interagieren. Es ist wie ein großes Netzwerk, wie unsere inneren Synapsen, wenn die anfangen zu feuern. Ja, das sind verschiedene einzelne Synapsen und irgendwann springt der Funke über und alles fängt an, sich miteinander zu vernetzen. Und zwar total. Und das ist der Weg. Das ist der Weg in die unmittelbare Zukunft jetzt. Die totale Vernetzung hat, wie gesagt, die Schattenseite, hat aber vor allem auch die Seite, die Evolution jetzt voranbringt. Die Evolution bringt uns jetzt in Felder von absoluter totaler Vernetzung. Und dadurch werden auch die technologischen Möglichkeiten jetzt anders. Sie werden schneller. Sie werden viel stärker in der Rechenkapazität. Und künstliche Intelligenz ist natürlich das Thema, was alles dominieren wird. Und ich habe hierzu schon einiges gesprochen. Schaut euch bitte auch die anderen Videos an. Ich verlinke das unten im Lauftext noch, meine bisherigen Videos auch über die künstliche Intelligenz. Das ist nämlich sehr wichtig, auch die Geschichte von Pluto in den verschiedenen Zeichen mal durchzuschauen, durchzuhören, weil das, was jetzt losgeht mit Pluto in Wassermann, ist definitiv die totale Vernetzung. Wer jetzt Angst hat vor der globalen Kontrolle, der sitzt bereits in der Falle. Also wir sind jetzt von unten her sozusagen gegenüber denen da oben jetzt so weit gut vernetzt, dass wir miteinander anfangen können, dass also unsere Entscheidungen und uns das, was wir miteinander gestalten wollen, das ist ja das Schöne, miteinander gestalten wollen, dass das jetzt anfängt zu greifen. Also und Erfolg ist ja immer das, was folgt. Also wie setzt du den Samen jetzt?
21. April 2024. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht heute. Ich möchte gern euch ein Gefühl dafür geben, wenn wir nämlich rückwärts schauen, das ist das Schöne in der Astrologie, wir können rückwärts schauen mit den Zyklen. Wann hatten wir den Zyklus schon einmal? Ja, wir hatten jetzt, wenn wir 14 Jahre zurückrechnen, das Jahr 2010, 2011. Da war eine ganze Menge los. Ja, und ihr könnt das alles über ChatGPT natürlich sofort schnell mal forschen, wenn ihr das möchtet. Wir hatten dort in Haiti dieses gigantische Erdbeben. 220.000 Tote und 1,3 Millionen Obdachlose. Das sitzt immer noch in den Knochen, gell? Also das war Jupiter-Uranus-Konjunktion, wenn die Erde bebt. Wir hatten im selben Jahr in Island den Vulkan Eyjafjallajökull, der plötzlich eine Aschewolke über ganz Europa legte. Ja, ich weiß auch noch genau, wo ich da war damals, wisst ihr bestimmt auch. Und der Flugverkehr extremst eingeschränkt wurde. Und Jupiter und Uranus sind übrigens beides Götter des Himmels. Also der Flugverkehr wird auch dadurch symbolisiert, durch Uranus und Jupiter. Also hier kann es zu Innovationen natürlich im Flugverkehr kommen, es kann aber auch zu Behinderungen kommen in den nächsten Jahren. Wir hatten Deepwater Horizon damals, 2010, das war die größte Ölkatastrophe der Geschichte im Golf von Mexiko. Also das sind keine schönen Beispiele, aber es sind Beispiele, die genau damals, jetzt beim letzten Zyklus, als er startete, einfach Tatsache waren. So vieles, was im Feld verändert wird, plötzlich bricht ein Vulkan aus, plötzlich haben wir eine Ölkatastrophe und plötzlich wurde die Revolution in Ägypten angeschoben. Ihr wisst noch, der arabische Frühling begann damals im Jahre 2010. Wenn wir einen Zyklus weiter zurückschauen, dann sind wir im Jahre 1997, da könnt ihr selber mal forschen, 1983. Das war übrigens so ein Jahr, da wurde Amy Winehouse geboren. Ich habe euch das Beispiel mitgebracht, das Beispiel, das Horoskop von ihr. Eine sehr innovative, sehr nicht Mainstream-Künstlerin, und das ist Uranus ja eben, das sind eben nicht die Mainstream-Leute. Mainstream ist angepasst und nicht Mainstream geht total individualisiert ihren eigenen Weg. Eine Jungfrau geborene mit Jupiter und Uranus Konjunktion direkt im Zeichen Schütze 1983. Wenn wir einen Zyklus weiter zurückschauen, 1969, da hatten wir die Konjunktion Jupiter und Uranus im Zeichen Waage. Und da hatten wir als rebellische Kraft Woodstock, wisst ihr noch ganz genau, ja. Wir hatten dann Mondlandung, das war auf dem Punkt genau in dem Moment, war das die Konjunktion zwischen Jupiter und Uranus. Und jetzt bitte, ob es jetzt echt war oder gefälscht, sei dahingestellt. Dieses Ereignis, wie auch immer es zustande gekommen ist, hat die Welt in Atem gehalten und unseren Horizont erweitert. Und darum geht es bei Jupiter-Uranus. Und wir hatten das ARPANET, das wurde gegründet damals im 1969, und zwar der Vorläufer vom Internet. Also Jupiter-Uranus ist auch die totale Veränderung unserer Netze, unserer Internetnetze und auch der Umgang damit, wie wir das überhaupt handhaben. Weil es gibt jetzt ja auch schon viele Geräte, die sagen, du mach mal Internetpause. Das ist ja auch etwas zum Abschalten. Also da gibt es so viele neue Ideen, die jetzt in die Wege geleitet werden und geboren werden. Ein Zyklus weiter zurück. 1955. Da hatten wir Jupiter-Uranus im Zeichen Krebs. Einerseits wurde dort Steve Jobs geboren. Steve Jobs, ein innovativer Mann, der die Firma Apple gründete und auch die ganze Elektronikwelt vollkommen revolutionierte, mit Jupiter-Uranus ganz oben im Haus 10 und 11 im Zeichen Krebs. Ein Fischegeborener übrigens. Was wir auch hatten 1955, das ist ja sehr, sehr bezeichnend, das war der Montgomery-Bus-Boykott. Montgomery-Bus, möglich euch vielleicht erinnern, die Rosa Parks. Rosa Parks war diejenige, die sich weigerte, den Weißen ihren Sitzplatz im Bus zu geben. Also sie setzte sich ganz bewusst damals als Protestaktion in den Bereich, als Schwarze, in den Bereich der Weißen. Und das war der Beginn dieses Boykotts, der dann auch einen ganz starken Meilenstein in der Bürgerrechtsbewegung der USA
einleitete, 1955, also diese Form von Rebellion, kann auch auf diese Art eine Form annehmen. Es ist einfach interessant, wenn wir so zurückschauen, was waren die letzten Male ja mit der Samenlegung. Dann hatten wir 1954, übrigens ist auch das CERN damals gegründet worden, das CERN hier bei uns in der Schweiz, in Genf. Es wurde ja jetzt letztens zur totalen Sonnenfinsternis sehr viel um das CERN herum gesprochen, dass angeblich der LHC dort neu gestartet wurde. Das war falsch. Also ich habe auch Informationen erhalten vom CERN direkt. Und der LHC wurde bereits am 8. März hochgefahren und nicht zur Sonnenfinsternis am 8. April. Da gab es also doch verschiedene Falschmeldungen. Das CERN ist hochgradig spannend. Also ich kann jetzt nicht näher darauf eingehen, aber dieses Horoskop, das Gründungshoroskop, es ist eine Geschichte, also es kann ein ganzes Video kann ich daraus mal machen. Wenn euch das interessiert, schreibt das bitte unten in die Kommentare. Jupiter-Uranus. Konjunktion zur Gründung des CERNs am 29.09.1954. Die Sonne ist ja immer die Führungsetage, die so einen Konzern gründen. Die Sonne war in direktem Kontakt mit dem supergalaktischen Zentrum auf 2 Grad 22 Waage und der Aszendent, weil wir wissen, die Uhrzeit um 9 Uhr morgens, ihr müsst nur ChatGPT fragen, um 9 Uhr morgens wurde die erste Sitzung einberufen, das ist dann der Gründungsmoment solch einer Firma. Sie haben also auf Aszendent auf 2 Grad 39 Skorpion Kontakt mit dem Shapely Attractor. Und Pluto im Löwezeichen macht ein Trigon zum galaktischen Zentrum. Also dass so eine Firma, ein Konzern, die mit Forschung vom Universum sich beschäftigt, so absolut total klar ausgerichtet ist mit den Konstellationen des Universums, überrascht nicht. 1941, wenn wir da weiter zurückschauen, vorletzte Konjunktion damals, das war das Geburtsjahr von so manchen Leuten wie beispielsweise Bob Dylan und Joan Baez. Ja, zwei auch Rebellen, die mit dieser Konjunktion Jupiter-Uranus geboren wurden. Es ist spannend, es hat immer mit technologischen Erneuerungen zu tun und mit Rebellen. Ja, mit den Outsidern kann man auch sagen, mit den Randfiguren, die eben nicht ins System passen, sondern die ins System hineinkommen, um es zu sprengen. Das ist Uranus und Jupiter. Und das ist das, was jetzt geschieht. Jetzt werden diejenigen, die sich berufen fühlen, anders zu ticken, quer zu denken, andere Ansagen zu machen, als man erwartet, weil sie den Zugang haben zu kosmischem Wissen, dass diese Menschen anfangen, von innen heraus das System oder die Umgebung, wo sie sich aufhalten, zu sprengen. Und das muss man wissen, also auch in den Horoskopen von denjenigen, die jetzt geboren werden, das sind alles Genies. Ja? Die neuen Seelen, die jetzt hereinkommen, also bitte an alle Eltern, die jetzt oder werdenden Eltern, die jetzt Kinder bekommen, bitte lasst euer Ego zu Hause. Ja? Also nicht zu Hause, lasst es ganz weg. Diese Kinder haben euch ausgesucht, diese Seelen, die jetzt geboren werden, jetzt 2024, haben euch als Eltern ausgesucht, weil sie bei euch den größtmöglichen Wachstumsprozess erkennen. Für alle miteinander. Also ihr habt da kleine Rebellen und kleine Genies in euren Feldern drin. Und die gilt es mit Achtsamkeit und viel Gefühl und viel Raum für Innovatives zu begleiten. Thema Kinder kommen wir noch in einem späteren Video dazu. Jupiter-Uranus-Konjunktion wie jetzt, am 21. April, wieder der nächste Zyklus beginnt, ist auch zurückzuführen auf das Jahr 1844. Das war die Zeit, wo das Telegramm erschaffen wurde. Ja, das Telegramm markierte einen historischen Moment in der Geschichte der Telekommunikation und legte den Grundstein für die moderne Ära schneller Fernkommunikation über elektrische Telegraphenlinien. Ja, da kam ja dieser berühmte Satz da am 24. Mai 1844, der dann gemorst wurde. What hath God wrought, glaube ich, sagt man, also auf Deutsch. Was hat Gott geschaffen? Das war absolut ein historischer Moment in der Geschichte der Telekommunikation von uns Menschen. Jupiter-Uranus-Konjunktion. Und dann, wenn wir noch etwas weiter zurückgehen, 1609. Wisst ihr, was da war?
Habt ihr aufgepasst in Geschichte? Ein ganz berühmter Zeitgenosse, nämlich Galileo Galilei, hatte damals das Verständnis des Universums absolut revolutioniert. Revolutioniert. 1609. Er hat nämlich die These von Kopernikus gestützt, in dem Kopernikus, der ja dafür eben noch sehr stark angegriffen wurde, als Kopernikus sich ja mit der Kirche anlegte und er sagte, er behauptete, nicht die Erde ist im Zentrum des Sonnensystems, sondern die Sonne. Also der Wechsel vom Helio, vom geozentrischen Erde, vom geozentrischen Weltbild hin zum heliozentrischen Weltbild. Das wurde ja noch ganz stark bekämpft von der Kirche mit Kopernikus. Und dann kam Galileo Galilei kurz danach 1609 und hat das bestätigt. Er hat nämlich durch ein Fernrohr geschaut. Das muss ein unglaublich gigantischer Moment gewesen sein. Für jemanden wie ihn auch, der entdeckte, es ist wirklich so. Wir wandern um die Sonne. Die Sonne ist im Zentrum des Universums. Und die Erde wandert um die Sonne herum. Und damit hat er die These von Kopernikus gestützt und das Verständnis vom Universum absolut revolutioniert. Und in solch einer Phase jetzt der absoluten Revolution sind wir wieder. Also ich finde das absolut faszinierend und fantastisch, weil diese uranische Energie bahnt sich ihren Weg für die nächsten 14 Jahre. Und es gibt Menschen, bei denen diese Frequenz einschwingt. Nicht alle von uns, wir sind alle mit drin, aber es gibt manche Menschen, wo diese Frequenz aufpoppt. Und das sind vor allem auch, denke ich, diejenigen, die jetzt geboren sind, 1997, 1983, 1969. Ihr alle habt jetzt wieder diese Konjunktion, die in euren Feldern etwas Neues auslöst. Also die Genies unter uns, ja, Jupiter Uranus hat immer mit Genialität, geistiger Genialität zu tun, bei entsprechender Disposition, muss ich gleich dazu sagen, dass ihr Aufgaben bekommt, euch zu trauen, den nächsten Schritt der Evolution ins Feld zu bringen. Denn jetzt geht's los. Und ich sage immer wieder, niemals war mehr Anfang als jetzt. Ihr wisst noch meine Grafik hier von den ganzen Planetenballungen. Wir haben 4 Neumonde nacheinander mit 5 Planeten. Jetzt im März, der 24. April, dann 8. Mai, Neumond in Stier 2024, 6. Juni, 5 Planeten mit Neumond im Zeichen Zwilling. Und dazu dann diese starken, innovativen Frequenzen, die jetzt sich hier manifestieren wollen auf der Erde. Interessant ist auch, ich habe nochmal nachgeschaut, das Thema Quantenteleportation, ja, oder Quantencomputer. Das sind so Themen, die jetzt immens Geschwindigkeit aufnehmen. Also Durchbrüche, wie auch, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, genau, DeepMind. Google DeepMind wurde gegründet 2010, das sich auf KI spezialisierte. Also das sind jetzt die nächste Runde aller technologischen Innovationen. Wird jetzt eingeleitet. Jetzt geht's los. Und die Beschleunigung ist enorm. Und die Beschleunigung in der gesamten Kommunikationstechnologie ist jetzt das Thema. Und ich habe nochmal zurückgeschaut, Quantenteleportation, das ist ja ein Lieblingsthema auch von mir. Teleportation, ich freue mich ja immer, wenn wir dann endlich teleportieren können, dann muss ich nicht immer irgendwo mit dem Flugzeug oder mit dem Auto hinreisen, sondern dann kann man sich einfach auf die Platte stellen, wie damals noch bei, wo war das, Raumschiff Enterprise, gell? Und dann sagen, hey, beamen mich hoch, Spocky, oder wie hieß er noch? Also, Quantenteleportation. Da gab es im September 2012 einen Weltrekord, nämlich die Teleportation von Teilchen zwischen Teneriffa und La Palma, also über eine Strecke von 143 Kilometern. Das war die Gruppe um den Professor Anton Zeilinger, des Instituts für Quantenoptik und Quanteninformationen an der Universität Wien. Die haben damals einen Entfernungsweltrekord aufgestellt in Sachen Teleportation. Und Teleportation ist ja nun definitiv eines dieser Themen, die jetzt immer mehr
erforscht werden und auch die Möglichkeiten, es zu erfassen. Das geht immer darum, dass wir von innen nach außen es erfassen können. Die Möglichkeiten werden jetzt ja auch größer. Deswegen sprechen wir auch von Genies. Im Moment sind es halt die Genies, weil wir Durchschnittsbürger nicht das wahrnehmen können, was diese Menschen mit genialen Fähigkeiten wahrnehmen können. Wie beispielsweise eben auch ein Steve Jobs oder ein Galileo Galilei. Wir haben also im Bereich der Technologie jetzt große Quantensprünge zu erwarten. Seid nicht überrascht, bleibt offen und vor allem auch das Thema Angst sollte überhaupt keine Rolle spielen, sondern Achtsamkeit selbstverständlich und absolutes klares Bewusstsein. Setze deine Schritte immer so, dass du es nachvollziehen kannst. Ja, weil die schnellen Themen werden jetzt immer mehr zunehmen. Setze deine Schritte so, dass du es gut nachvollziehen kannst, wo du gerade bist mit dir selbst und mit dem, was dich interessiert und wo vor allem du dich einklickst. Und so nebenbei gesagt, ah ja genau, es gibt schon wieder einen gefälschten Telegram-Kanal von mir und sicherlich auch von ganz vielen anderen. Bitte achtet drauf, seid selbstständig im Denken. Ich traue es euch zu. Ich mache mir da jetzt keinen Stress drum, weil das wird auch das Gesetz des Karmas wird das alles wieder klären. Aber bitte seid du achtsam, verliert kein Geld, wenn ihr denkt, das seien Kanäle von Menschen, die euch vertraut sind und ihr würdet dort irgendwie finanzieren. Also bitte, ich niemals, niemals würde ich irgendwo auf Telegram oder Instagram euch auffordern, irgendetwas zu bezahlen. Also nein, also ganz klar, ich meine, die mich kennen, wissen, das kann kein Kanal von mir sein. Geht bitte auf meine Website, wenn ihr unsicher seid, auf meine Website oben in den Icons. Da kommt ihr immer direkt auf meinen Telegram-Kanal. Da hat übrigens am Ende Silke Schaefer kein S. Die Fälscher schreiben da meistens ein S hinten dran. Also, ich traue es euch zu, dass ihr mit dem Umgang der technologischen Erweiterung und der Fälschungsmöglichkeiten, dass ihr klar bleibt. Sei klar. Und wenn du unsicher bist, frage dich im Netzwerk durch, bevor du irgendetwas anklickst, weil dann hockst du gerade in der Falle. Und das ist mit diesen Netzwerken, die jetzt schneller werden und stärker und viel dichter, bist du so schnell irgendwo drin und kommst daher gar nicht mehr raus. Deswegen, bevor du klickst, bitte frage in deinem Netzwerk deine Gleichgesinnten. Das Thema Weltraumreisen wird ein großes Thema einnehmen, ja, in dieser Zeit, jetzt in den nächsten 14 Jahren bis 2038. Da sind noch viele andere Komponenten. Wenn Neptun beispielsweise mit Pluto in dieses wunderschöne Sextil kommt, jetzt ab nächsten Jahr, ab 2025 und dann vor allem ab 2026. Ich zeige immer wieder die Grafik. Wir haben dann dieses große, schöne blaue Dreieck am Himmel, diese Konstellation, die uns wirklich in einen schönen neuen Umgang mit neuen Technologien, aber mit vielen neuen Möglichkeiten des Innovativen hineinbringen. Wir werden sicherlich uns nicht mehr wiedererkennen gegenüber dem, was heute noch Standard ist. Der Standard verschiebt sich jetzt rasant schnell, an dem Projekte gemessen werden. Das Thema Astrologie ist selbstverständlich auch dabei. Astrologie ist ja das Thema, das durch Uranus symbolisiert wird. Und ich habe jetzt Uranus bei mir im Haus 6, im Haus des Berufes. Das war damals, als ich anfing, natürlich überhaupt kein Thema während der Berufsberatung. Das habe ich ja selber alles finden dürfen, diesen Weg dorthin. Aber das Thema der neuen Astrologie ist ja etwas, was jetzt immer stärker wird. Und die Kuiperbelt oder Kuiper-Gürtelobjekte, die KBOs, die beziehe ich immer mehr jetzt ein, die sind die nächste Oktave nach Pluto. Pluto ist jetzt im Wassermannzeichen und damit sprengt Pluto als letzter Planet oder als erster KBO. Pluto sprengt unser Bewusstsein der bisherigen Astrologie. Und deswegen, es macht so Spaß, wenn wir hineingehen in die feineren, höheren Oktaven von uns Menschen, wie beispielsweise die KBOs oder noch eine weitere Oktave sind dann die Fixsterne. Wenn ihr euch dafür interessiert, ihr könnt bei uns im Shop über den Horoskopbedienst kostenfrei in euren Grundhoroskopen diese Objekte einstellen. Ihr könnt sie auch ausstellen. Ihr könnt einstellen die Asteroiden, die KBOs und auch die Fixsterne. Natürlich alles nacheinander, sonst wäre das viel zu viel Information.
Und dann könnt ihr schauen bei deiner Geburt, ja, mit welchem Fixstern bist du gesegnet vielleicht oder mit welchen Kabios, welche Kraft steht dir direkt zur Verfügung? Ich habe schon so viele schöne Rückmeldungen gehört, weil sich mit diesen Frequenzen jetzt zu beschäftigen, ist ganz klar der nächste Schritt in der Astrologie. Ich werde darüber noch ein eigenes Video machen. Ich möchte gerne noch ein Thema ansprechen, und zwar diese Konjunktion Jupiter-Uranus findet statt im Zeichen Stier. Stier ist ein solides Zeichen, ist das Zeichen der Erde, von Mutter Erde. Hier geht es also um die Erde. Also die Erde könnte beben, die Erde könnte rütteln, und gleichzeitig haben wir auch das Thema der Erde, also auch der Ernährung. Ich habe schon öfter darüber gesprochen. Schaut auch bitte noch im letzten Video, was ich gesprochen habe vor 10 Monaten. Bist du bereit für eine neue Erfolgsstory? Ich habe es unten auch verlinkt. Da hatten wir noch das Thema der Diskussion um die Insekten zu essen. Also das könnte eine Innovation sein, die allerdings, wenn sie von der Regierung, von den Top-Down vorgegeben werden sollte, no. Also keine Chance hat. Also das nur am Rande. Das Thema der Ernährung bezieht sich nicht darauf, dass wir plötzlich jetzt irgendwas essen müssen, was die da oben uns sagen, sondern dass wir anders reagieren auf Nahrung. Wenn jetzt die höher schwingende geistige Triade einschwingt, immer stärker, und jetzt im Moment ist es noch der Uranus und der Pluto ist schon dabei und Neptun kommt noch dazu. Nächstes Jahr kommt Neptun in Richtung kosmische Spalte mit Saturn und Mondknoten zusammen. Das sind ganz, ganz andere Fähigkeiten, die dann in uns freigelegt werden, weil der Schleier lichtet sich. Und wir sind auf dem Weg zum multidimensionalen Bewusstsein und zu ganz anderen Informationen von außergalaktischen oder außerirdischen Feldern. Das wird ganz normal werden im Laufe der nächsten wenigen Jahre bereits. Und jetzt ist das Opening, 21. April 2024. Wir haben also zum Thema Erde und Realität und Essen jetzt auch eine neue Einladung, weil Einladung vom Universum, weil wir höher schwingen, weil mehr Seelenfrequenz einschwingt, mehr Seelenfrequenz einschwingt und wir unser Bewusstsein baff einfach erweitern. Der Bewusstseinsring wird gesprengt. Das ist das Symbol von Uranus mit dem Pfeil oben drauf. Das heißt, wir werden mit ziemlicher Sicherheit auch jetzt vieles entdecken oder entdecken dürfen, oder es wird Entdeckungen oder Forschungstätigkeiten jetzt beschleunigt, die mit unserem physischen Körper zu tun haben. Also alles das, was mit Erde zu tun hat, mit dem physischen Körper, aber auch mit dem Essen, dass die Thematik der Art, wie wir unser Essen beispielsweise auch anbauen und wie wir es segnen können. Das ist eine alte Tradition. Das könnt ihr gerne wieder einführen mit Energien, mit deiner eigenen Frequenz, dein Essen segnen, bevor du es zu dir nimmst. Ja, das alles einschwingen auf die Schwingungsfrequenz, in der du gerade unterwegs bist. Und das wird wichtig, dass wir können sehr schnell, wenn wir achtsam sind, beobachten, welche Nahrungsmittel nicht deiner Frequenz entsprechen. Und Pluto und Wassermann und jetzt Uranus dazu, es geht nur noch um Frequenzen. Es wird sich alles auf Frequenzen einschwingen, einpegeln, dass wir unsere Eigenfrequenz erkennen. Ich hatte letztes Mal vom eigenen Ton gesprochen, von der Sonologie, ja, dass wir alle mit einem eigenen Schwingungsfeld hier sind. Mutter Erde hat einen eigenen Ton, ja, die Herzfrequenz, dieses Feld, was alles miteinander anfängt, immer bewusster zu resonieren. Und deswegen ist das Lösungswort oder der Schlüssel für diese neue Zeit ist immer kohärent sein. Sei kohärent. Und da werden wir immer mehr hinkommen, dass wir unsere Eigenfrequenz kennenlernen, dass wir die Frequenz dessen, was uns umgibt, kennenlernen, die Frequenz der anderen Menschen wahrnehmen. Sind wir kompatibel oder nicht? Das ist die Wassermann-Energie, Pluto und Wassermann. Wir werden uns erkennen an der Frequenz und am Licht schlussendlich auch. Und das, was nicht deiner Frequenz entspricht, wird dir nicht mehr zuträglich sein beim Essen. Also je bewusster wir werden, desto weniger Nahrung brauchen wir es und desto höher schwingende Nahrung
wird wichtig und das anzubauen wird auch ein Thema, vielleicht auch gemeinsam miteinander in einer Community Gärten zu bearbeiten oder sich bei Landwirten einzumieten, um dort Gärten anbauen zu können und so weiter. Also in Zusammenhang mit dem Thema Ernährung wird ganz vieles jetzt Innovatives auch entstehen, weil es ein Bedürfnis ist, unsere physischen Körper mit steigender Frequenz, mit steigender Schwingung, unsere physischen Körper auch entsprechend anders zu informieren. Nahrung ist Information, nichts anderes, Schlüssel und Schloss. Und wenn das nicht zusammenpasst, wird uns entweder schlecht oder wir werden einfach nicht gesund sein. Und das Thema Gesundheit, auch körperlich-physische Gesundheit, kann auch in eine Richtung sich jetzt entwickeln, wo es darum geht, den Alterungsprozess ja zu erkennen, wie das überhaupt läuft mit den Frequenzen, dass wir den Alterungsprozess vielleicht nicht direkt aufhalten können, aber beeinflussen können. Ich meine, schaut euch um, heute ist es ja so, dass bisherige 40, ist das neue 20, die jetzigen 50er ist das neue 30, ja, die jetzigen 60er, hallo, ist das neue 40. Wir sehen das Alter an unseren Gesichtern nicht mehr so wie früher. Da war man mit 60 ja schon steinalt. Und mit zunehmendem Bewusstsein wird auch die ganze körperliche Erscheinung länger, ich wollte gerade sagen, frisch aussehen, also weniger altern. Und das ganze Geheimnis um das Thema des Alterungsprozesses kann jetzt mit neuen Technologien und vor allem mit Frequenzen und mit Eigenfrequenzen, zum Beispiel durch Ton oder durch Lichtfrequenzen, sehr stark beeinflusst werden. Es ist also eine Zeit, wenn ich sage, jetzt geht's los, die Zeit der vielen Innovationen, die uns hinein katapultieren in ein neues Bewusstsein, wo man denkt, Jesus Gott, was gibt es denn jetzt schon wieder an neuen Möglichkeiten? Und da wirst du fühlen, wo du dich hingezogen fühlst, vielleicht zu dieser Gruppe, die sich miteinander mit neuen spannenden Themen beschäftigt, weil das alte Wissen kommt wieder herein oder wird freigelegt in uns. Das alte Wissen von Seelenbewusstsein, was einschwingt, immer mehr. Und sobald dann im nächsten Jahr, im 2025 und 2026, das große, große, schöne blaue Dreieck anfängt sich zu formieren, sind wir in direkter Lichtlinie und direktem Einfluss mit unseren Seelenfrequenzen. Einzeln, aber auch natürlich gemeinsam. Und das Thema der Gruppenseele ist dann noch ein eigenes Thema für sich. Ja? Jede Gruppe unterliegt immer einer einzigen Gruppenseele. Genauso auch die eine Menschheit. Die eine Menschheit, deswegen das Einheitsbewusstsein, ist auch etwas, was immer mehr gefühlt wird. Ich wollte gerade sagen, verstanden ist nicht ganz richtig, gefühlt wird. Das Einheitsbewusstsein mit Jupiter und Uranus im Stierzeichen, dass wir eine Erde sind hier auf diesem Planeten. Und dass diese eine Menschheit geführt wird von einer Gruppenseele. Das sind Themen, wo man jetzt vielleicht sagen könnte, was erzählt ihr denn da? Aber das ist nichts Neues. In den Weisheitstraditionen kennt man das schon seit Jahrtausenden. Und da kommen wir auch gerade noch zum Thema der Eingeweihten. Mit dem möchte ich gerne für heute schließen. Das Thema von Uranus hat immer mit einer geistigen Rundumerneuerung zu tun. Eine geistige Rundumerneuerung. Es ist wie eine Frischzellenkur. Ja, also das Thema Verjüngung. In der Medizin, ja, überhaupt, alles, was mit körperlichen Themen zu tun hat, mit Medizin, Telemedizin, aber auch vor allem Schwingungsmedizin, davon spreche ich ja auch schon seit fast 10 Jahren jetzt, Schwingungsmedizin, durch Licht gesund werden oder heil bleiben, durch Töne, durch die richtige Frequenz von Tönen, gesund sein und gesund bleiben. Ja, da gibt es ja auch schon manches, ich spreche jetzt nur von den medizinischen Betten, wo du dich einfach mit der Frequenz, mit der richtigen Frequenz, ja, sozusagen beschallen lässt und bist fit und wach und glasklar, wenn du das möchtest. Also eine geistige Rundumerneuerung und eine Schwingungserhöhung auf
allen Ebenen. Das ist das, was die uranische Energie bewirkt jetzt. Im Stierzeichen physisch ganz stark in unseren Feldern drin. Ein wichtiger Punkt ist die Neutralisation der Pole. Wenn wir hier auf unserem Planeten Erde ja in der Dualität leben, also wir haben ja Yin-Yang-Energie, beides, wir haben Ost-West, wir haben Nord-Süd und es kommt immer zusammen, der Treffpunkt ist immer das Herz, ja, ist immer das Herz in der Mitte. Und in der Balance, ja, zwischen dem senkrechten, wir haben das so, senkrechten und dem waagerechten Weltbild. Das Senkrechte ist das, was quasi von oben hereinkommt oder was von innen nach außen sich zum Ausdruck bringt. Und da geht es in die Waagerechte, in die Kommunikation im Außen. Das wird immer stärker. Also je intuitiver wir werden in der Senkrechten, desto klarer und anders gehen wir in der Waagerechten auf die anderen Menschen zu und wählen auch anders und finden auch unsere Seelenpartner. Das ist nur so am Rande. Und die Pole, die werden mit Uranus total neutralisiert, für kurzfristig. Das heißt, es entsteht, wenn ein Blitz der Erkenntnis kommt, und das ist diese Kraft jetzt, diese Frequenz, wenn dir zack etwas klar wird, dieser Blitz der Erkenntnis, kann das eine kurzfristige Krise auslösen, weil dein Weltbild sich stark verändert. Ja, es bricht etwas auf. Und was dann passiert ist, dass sämtliche Atome anfangen sich zu beschleunigen. Das ist die uranische Frequenz jetzt. Das heißt, wir haben jetzt mit dieser Beschleunigung, mit dieser ungefragten Beschleunigung auf allen Ebenen des Lebens jetzt eine schöne Möglichkeit, die Welle zu surfen. Es wird also ganz wichtig, jetzt nicht mehr nur noch nach Plan zu leben und schon gar nicht einen Lebensplan zu machen und schon gar nicht einen Businessplan, weil du hast keine Ahnung, diese berühmte Frage, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Das ist absoluter Bullshit. Entschuldigung. Aber das hat so keine Chance mehr, weil wir wissen ja schon gar nicht mehr, was im nächsten Tag ist. So schnell gehen jetzt die Entwicklungsprozesse. Das ist neue Zeit. Also frag bitte nie wieder, wo sehen Sie sich in 10 Jahren oder was soll dein Kind mal werden, weil es ist ja schon das, was es ist. Das heißt, wir befreien uns jetzt immer mehr durch Geistesblitze auch von alten Weltbildern. Und dann kommt Wahrheit rein und das ist Jupiter. Eine neue Tiefe von Wahrheit. Und alles das, was nicht auf Wahrheit gegründet wurde, beispielsweise auch eben politische Systeme, gesellschaftliche Systeme, das Finanzsystem, das bricht weg. Das bricht ein, weil es bricht etwas anderes durch. Und das ist neue Zeit. Und bitte nicht erschrecken. Atmen. Ja, lernt am besten Astrologie. Ihr könnt bei mir in der Schule gerade einen Basiskurs machen. Ja, die ersten 21 Videos. Das sind 33 Stunden reines Videomaterial, nur Basisinformation, dass ihr einen Grundenergiepegel kennt. Also nur für die, die sich interessieren. Aber dass ihr wisst, wir müssen nicht überrascht sein mit dem, was jetzt ist. Und auch Achtung, es gibt viele Medienvertreter, die sprechen natürlich wieder von Schock oder von, oh Gott, von Überraschung. Lasst euch nicht reinziehen in diese niederfrequenten Felder. Die Skala des Bewusstseins, Dr. David Hawkins, ich blende sie immer wieder ein, leg sie dir auf deinen Küchentisch, schau immer wieder drauf. Und wenn du merkst, du sackst ab in der Frequenz, atme. Und geh wieder ganz bewusst, das ist eine Entscheidung, ganz bewusst auf eine andere Frequenz, die dir mehr gut tut. Das heißt, wir werden jetzt inspiriert durch visionäre Ideen. Und jetzt komme ich noch zu den Eingeweihten, weil das ist etwas sehr, sehr Schönes. Die Eingeweihten, ja, Eingeweihte arbeiten als Licht der Seele, kann man fast sagen. Ja, arbeiten mit dem als das höhere Selbst durch sich hindurch und arbeiten komplett aus der Intuition heraus. Das ist der erste Punkt. Eingeweihte erkennst du daran, dass sie komplett aus der Intuition heraus arbeiten. So erkennst du sie auch daran, dass sie Gedankenformen erschaffen. Durch Eingeweihte werden Gedanken geformt, die wir noch gar nicht kennen. Also es werden neue Worte auch geschöpft. Wortschöpfungen kommen nicht durch den 0815-Verstand, sondern das sind Eingeweihte, die
so weit ausgedehnt sind in ihrem Bewusstsein, dass sie Frequenzen, Uranus-Frequenzen erschauen können und sie auch mutig, mit entsprechendem Mut, siehe Galileo Galilei, ins Weltbild einfügen. Also sie halten die Energie, um schlussendlich nicht nur in dir etwas in Vibration zu bringen, sondern im gesamten Feld der ganzen Erde und damit im ganzen Universum. Wie im Kleinen, so im Großen. Das sind kosmische Gesetze, ganz einfach. Das heißt, Eingeweihte zünden den Funken, der dich veranlasst, dich selbst zu befreien von deinen bisherigen Mustern. Das können also Therapeuten sein, ja. Aber das müssen sie nicht. Es können auch Kinder sein. Bitteschön, ja. Es können auch Kinder sein, die dir in dir einen Funken zünden. Ganz einfach durch das, was sie sind oder was sie sagen. Eingeweihte ermöglichen dir Einblicke in neue Dimensionen. Weil sie haben den Kontakt. Ja. Und so entsteht durch sie ein Magnetismus und eine Resonanz, die diese Menschen interessant werden lässt. Also spüre mal, wo es dich hinzieht. Wer interessiert dich? Wen findest du spannend, sagen wir? Ja, also wo kannst du wachsen in deinem Bewusstsein? In wessen Aura? Zu wem möchtest du gehen? Möchtest du lernen? Möchtest du zuhören? Möchtest du lesen? Möchtest du schauen? Welche Videos von den Menschen, die in dir etwas in Resonanz bringen, was von ihnen kommt, aus den höheren Frequenzen? Das ist unglaublich schön, ja. Und damit ist etwas, wenn das in einer Gruppe passiert, wenn in einer Gruppe eine Resonanz entsteht, es kann durch jemanden sein, der eine Gruppe leitet oder wenn eine Gruppe miteinander zum Beispiel eine Meditation durchführt. Wir machen das übrigens jeden Monat immer einen Tag vor Vollmond. Bitte erkundigt euch gerne bei uns im Shop auch. Wenn ihr mitmachen möchtet, seid herzlich eingeladen, willkommen. Das heißt, wenn dies in einer Gruppe erlebt wird, was zu den Aufgaben von Eingeweihten gehört, mit Gruppen und mit dem Gruppenbewusstsein zu arbeiten, dann macht die ganze Gruppe plötzlich einen Geistessprung. Die ganze Gruppe kann einen Geistessprung machen. Das heißt, Eingeweihte, also wirklich Eingeweihte, eröffnen den Zugang zu mehr Gruppenbewusstsein. Das ist Uranus, die Individualität, Pluto mit Wassermann, im Wassermann, die Weisheit der vielen. Die Weisheit der vielen innerhalb einer Gruppe. Und die Symbolsprache ist ein Werkzeug der Eingeweihten. Man braucht hier oftmals gar keine Worte mehr, sondern geistige Kreativität kann intuitiv verstanden werden. Das heißt, durch Eingeweihte möchte das kosmische Wissen kanalisiert werden. Durch Eingeweihte möchte das kosmische Wissen kanalisiert werden, denn sie eröffnen den Zugang zu kosmischem Wissen. Und das ist Jupiter-Uranus in Stier jetzt am 21. April 2024, dass diese Frequenzen zu kosmischem Wissen jetzt zugänglich werden für alle von uns. Es war immer schon da, nur jetzt wird es bewusst. Das ist der große Unterschied. Schau also gerne in dein Grundhoroskop, in welches Haus fallen diese 21 Grad 49 Stier, in welches Haus. Von dort kommen die Einladungen, innovativ zu sein, innovativ und kreativ zu werden und dich auszudehnen und auch diejenige oder derjenige zu sein, der unbequem ist, weil du quer denkst. Ja, die Querdenker sind diejenigen, die die Welt jetzt voranbringen. Die Querdenkenden, weil sie mit dieser uranischen Energie etwas ins Feld bringen, was noch nie gedacht wurde und plötzlich aber jetzt eben viele Menschen in Schwingung versetzen kann. Und diejenigen, die sehr stark diese Aufsprengenergie in ihrem Feld haben, sind natürlich diejenigen, die Ende Stier Geburtstag haben. Da ist also die Sonne direkt von dieser Uranus-Aufsprengenergie unterstützt. Das heißt, hier geht es vielleicht drunter und drüber,
Bitte bleibt im Atem. Und gerade als Stiergeborene habt ihr vielleicht nicht unbedingt gerade so Lust, größere Sprünge zu tun. Man hält ja immer gerne fest an dem, was ist. Aber diese Zeit ist jetzt vorbei. Das nächste Level steht an. Genauso Ende Jungfraugeborene und Ende Steinbockgeborene. Also all die Erdzeichen, die werden jetzt sehr stark gepusht im Universum, aber günstig sehr unterstützen. Seht immer das Neue und das Erweiternde und die neue Freiheit da drin in diesen Ereignissen, in die ihr jetzt involviert seid. Und diejenigen, die Ende Löwe und Ende Wassermann und auch Ende Skorpion geboren sind, ihr habt starke Spannungsaspekte, also da kann man auch sehr unter Strom stehen mit dieser Zeit jetzt, gerade jetzt Ende April und dann weitergehend nachher auch in den Mai hinein. Das, was jetzt in euren Feldern, was jetzt hereinkommt und euch aufsprengt, ja, auch wenn du sagst, es war doch bisher alles so einfach und so bequem, jetzt geht's los, ganz einfach. Warum? Weil ihr es könnt und weil ihr jetzt dran seid. Ihr spielt jetzt diesen Ball für alle von uns. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns schon ganz bald wieder. Abonniert am besten gerade diesen Kanal und bis zum nächsten Mal sage ich ganz wichtig und ganz klar, bleibe leuchtend. Tschüss.